Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Viele Live Podcasts, diesmal auch auf YouTube verfügbar. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Heute geht es um eine ganz besondere Erfahrung, die ich gemacht habe, in der ich mir meine Vaterwunde nochmal anschauen durfte und die unfassbar heilsam für mich war, an die ich immer noch sehr, sehr gern zurückdenke. Und zwar war das eine Breathwork-Erfahrung. Und ich möchte das einfach heute mit euch teilen, weil ich da wunderschöne Erkenntnisse hatte, die vielleicht auch dem einen oder anderen hier, der hier zuhört, einfach dienlich sind. Wie viele vielleicht von euch vielleicht schon wissen, bin ich selbst auch Breathwork Facilitator. Das heißt, ich bin Raumhalter, ich halte den Raum bei Breathwork-Zeremonien. Ich arbeite manchmal auch mit Medicine und ich durfte schon ganz vielen Menschen in ihren Prozessen begleiten und ich bin unglaublich dankbar, dieses Tool für mich entdeckt zu haben, weil Breathwork für mich eines der effektivsten und besten Tools ist, um mit Trauma zu arbeiten. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere wunderschöne Tools und jeder muss da so ein bisschen seinen Weg finden, aber ich finde Breathwork ist einfach unglaublich powerful und ich selbst durfte ganz viel Selbsterfahrung damit machen, nicht nur in der Ausbildung, sondern auch danach. Es ist immer ganz wichtig, dass ein Raumhalter selbst immer auch an sich weiterarbeitet, sich die eigenen Themen anschaut, in die Traumaarbeit geht, sich mit seinen Schatten auch nochmal konfrontiert. Und ich mache das regelmäßig. Ich habe meine Reise in Thailand vor allem dafür genutzt, wo ich auf Koh Phangan war und habe dort an einer Breathwork-Zeremonie teilgenommen. In dieser Breathwork-Zeremonie wurde, genauso wie ich das mache, mit dem Conscious Connected Breathing gearbeitet. Also es gibt hier wirklich massive Unterschiede von den Atemtechniken, weil Breathwork umfasst einfach ein Riesenfeld. Also alles, was irgendwie mit Atem zu tun hat, kannst du unter Breathwork zusammenfassen. Deshalb ist Breathwork nicht gleich Breathwork. Und ich war zum Beispiel auch noch in einem zweiten Workshop auf Koh Phangan, der viel oberflächlicher für mich gewesen ist, wo wir lange nicht so in die Tiefe gegangen sind. Wir haben auch da nur 15 Minuten geatmet. Und auch das gilt unter Breathwork, ja, dass du das einfach bewusst machst. Ich persönlich arbeite mit dem Conscious Connected Breathing, das ist eine sehr tiefgehende Atemtechnik. Und ich habe dort in Koh Phangan einen Rebirthing-Kurs mitgemacht, die auch diese Atemtechnik genutzt haben. Und das ist, da atmest du eine ganze Stunde lang circa und du steigst wirklich in einen sehr tiefen Prozess ein. Ja? Durch dieses lange Atmen wird dein Gehirnwellenmuster extrem verändert. Du kommst in einen sehr tiefen Trancezustand, wo du vielleicht Bewegungen machst, die du nicht mehr kontrollieren kannst, wo Emotionen hochkommen, Schmerz hochkommen, Themen hochkommen, die du dir so schon ganz lange nicht mehr angeschaut hast, wo du vielleicht auch bestimmte Visionen hast. Du kannst vielleicht sehr starke Körperempfindungen, wirst sehr emotional. Vielleicht hast du aber auch einfach eine sehr spirituelle, transzendente Erfahrung. Also jede Breathwork-Erfahrung ist ganz einzigartig und ganz anders. Und man sollte auch irgendwie den eigenen Prozess gar nicht mit anderen vergleichen. Und es ist immer sehr sinnvoll, mit einer Intention daran zu gehen. Das sage ich auch meinen Klienten immer. Meine Intention war dies bei dieser Breathwork-Session, also ich spreche jetzt wirklich nur von dieser Breathwork-Erfahrung da auf Koh Phangan. Meine Intention war, so ein bisschen ein paar Antworten über meine Partnerschaft zu bekommen, so ein bisschen herauszufinden, wo wir da stehen und warum es mir irgendwie so schwer fällt, meinen Partner einfach auch so sein Ding machen zu lassen. Also ich bin so ein Mensch, ich drücke jemandem sehr gerne in die Heilung, vor allem in meiner Partnerschaft und fühle mich sehr schnell nicht gesehen und nicht gehört, wenn diese Person nicht präsent ist. Und ich durfte in dieser Breathwork-Session da ganz viel anschauen. Also wie gesagt, meine Intention war meine Partnerschaft und es kam dann auch schon ziemlich bald während des Atmens eine Situation aus meiner Kindheit und sehr starke Emotionen damit auch hoch,
wo sich meine Eltern getrennt haben. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich, ich weiß nicht, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt, haben sich scheiden lassen. Und mir hat einfach diese maskuline Präsenz sehr gefehlt in meiner Kindheit. Und ich habe einfach auch für mich herausfinden dürfen, dass auch das, und das wird vielen Frauen genau gleich gehen, wenn der Papa zum Beispiel viel arbeiten musste oder einfach auch eine eigene Traumageschichte mit sich bringt, und das ist bei uns in der Familie definitiv der Fall, und auch deswegen emotional nicht so präsent sein konnte, dann kann das sehr schnell triggern in einer Partnerschaft, kann diese Wunde sehr schnell getriggert werden, wenn der eigene Partner nicht wirklich präsent ist, nicht wirklich zuhört. Und das ist so etwas, was ich mir da in der Tiefe anschauen durfte. Und das hat eben damit begonnen, dass ich in dieser Situation war, wo, wenn ich mich recht erinnere, meine Mutter meinen Vater verlassen hatte. Mein Vater sehr, sehr gelitten hat an diesem Abend. Extrem gelitten hat und in meinem Zimmer saß. Und wirklich auch sehr, sehr emotional geworden ist. Und ich war in diesem Moment, mit meinen 10 Jahren war ich der Raumhalter, und ich hatte die ganze emotionale Verantwortung für meine Familie. Also es war während der ganzen Scheidungsphase so, ich hatte eben, da spielt ganz, ganz viel transgenerationales Trauma auch eine Rolle. Also es geht mir hier auch gar nicht darum, ich möchte hier gar niemandem irgendeine Schuld geben oder sowas. Ich liebe meine Eltern über alles und ich schätze sie über alles. Und mir ist einfach bewusst, dass da ganz, ganz viel Trauma weitergegeben worden ist, wo ich auch später noch drauf eingehen möchte. Auf jeden Fall hat diese Trennung, dass ihn meine Mutter verlassen hat, ihn zurückgelassen hat, hat ein ganz, ganz viel Trauma in ihm getriggert. Und ihm ging es richtig schlecht. Und ich habe in diesem Moment da den Raum gehalten. Und wir haben auch eine Familiengeschichte mit Suizid. Und Familie hat auch Tendenzen, dann dazu zu neigen. Und ich wusste, mir wurde auch kommuniziert, dass wenn... Also meine Mutter hatte meine Schwester mitgenommen, und wenn ich auch noch gehe, dann kommt es nicht gut. Und ich habe in dem Moment eine riesen Verantwortung auf mir gespürt, eine riesen Last, und gleichzeitig eben diesen Raum gehalten. Und mein eigener Schmerz, meine eigenen Emotionen hatten dadurch in diesem Moment keinen Platz und keinen Raum. Und ich konnte, das war für mich, das ist so entsteht auch so ein bisschen Trauma, ist, oder so kann Trauma entstehen, wenn wir eben den Raum nicht haben, den Space nicht haben, unsere eigenen Emotionen auszudrücken und fließen zu lassen. Und das war halt einfach in diesem Moment, war das der Fall. Und ich habe in dieser Breathwork-Session dem nochmal Raum gegeben. Und ich habe richtig geschluchzt, ich habe richtig, richtig viel geweint. Und diesen ganzen Ballast nochmal ganz, ganz arg auch auf meine Brust gespürt. Und diese Verantwortung und damit verbunden tatsächlich auch eine Angst und den Wunsch, dass oder das Muster, dass der Partner, mit dem ich zusammen bin, mit dem ich eine Beziehung führe, selbst in den Heilungsprozess geht, ja, selbst reflektiert, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, weil dass ich die Person da reindrücke, kommt halt aus diesem Trauma her, dass wenn ich ihn lasse und ich ihn fallen lasse, dass dann was ganz Schlimmes passieren könnte. Und das ist mir dann so bewusst geworden, dass daraus ganz, ganz viel Co-Abhängigkeit meinerseits entstanden ist und ich viel zu lange auch in der Vergangenheit in Beziehungen geblieben bin, die nicht für mich bestimmt waren, weil ich so schlimme Angst davor hatte, diese Männer fallen zu lassen, weil es eben eine Wunde aus meiner Kindheit war. Und das war etwas, was recht schnell kam, was ich mir nochmal anschauen durfte, wo ich wirklich nochmal diesen Schmerz spüren durfte, die Angst spüren durfte, durch diese ganzen, die Trauer auch, durch diese ganzen Emotionen nochmal gehen durfte, das alles integrieren durfte, das alles fühlen durfte. Und dann kam ein ganz, ganz helles Licht. Und dann war ich plötzlich wie so ein Engel. Also ich war nicht mehr in meiner physischen Präsenz da, sondern ich war energetisch sehr präsent. Und ich habe meinen Vater gesehen. Und zwar als ganz kleines Kind. Kleinkind,
auch als Schulkind, wie er dort, wo er aufgewachsen ist, wie er dort gespielt hat. Und da war ganz, ganz viel Liebe meinerseits da. Und gleichzeitig habe ich aber auch seinen Schmerz gespürt und seine Mutterwunde. Und diese Mutterwunde ist ziemlich tief. Ja, und ich habe in dem Moment so viel Mitgefühl empfunden für ihn, für dieses Kind vor allem, ja. Und ich war dann da in dieser energetischen Präsenz als Engel, als Lichtwesen, und habe seinen Schmerz gespürt und habe ihn dann so gehalten und habe zu ihm gesagt, du bist so, so ein toller Junge und ich bin so stolz auf dich und du wirst so sehr geliebt und ich weiß, wie schwer du es hast, auch mit deiner Mama. Und dass du dich nicht gesehen fühlst, dass du dich nicht gehört fühlst, dass du dich unfair behandelt fühlst. Und ich habe, das ist ein Augenblick gewesen, wo ich wie sein inneres Kind geheilt habe, weil in dem Moment, also Zeit ist etwas, was nicht chronologisch ist. Wir denken immer, Zeit ist chronologisch. Wenn man aber sich dann mal mit Medicine zum Beispiel verbindet, wie Ayahuasca oder anderen psychoaktiven Substanzen oder man eben eine Breathwork macht, dann merkt man, dass Zeit punktuell ist und nicht chronologisch und das ist auf energetischer Ebene, nicht in unserer dreidimensionalen Welt, aber auf energetischer Ebene jederzeit möglich ist, zu einem anderen Zeitpunkt zu switchen und deswegen auch Ahnenheilung zum Beispiel überhaupt möglich ist. Also wir können unsere Ahnen heilen auch nur, weil Zeit eben nicht chronologisch ist, sondern weil wir wie zurückgehen können. Und das habe ich gemacht. Ich habe wie sein oder einen inneren Kindanteil von ihm geheilt, indem ich einfach da war als Lichtwesen in diesem Moment und gesagt habe, hier wirst du geliebt und hier bist du genauso richtig, wie du bist. Und auch bei mir sind währenddessen auch nochmal ganz, ganz viele Emotionen geflossen und plötzlich kam eine Information von oben einfach, die ich gechannelt habe und die war ganz, ganz deutlich und das war, deswegen hat dein Vater zwei Töchter bekommen. Zwei Töchter, weil der Schmerz, den er trägt, ist vor allem auf mütterlicher Seite vorhanden. Das heißt, vor allem auf dieser weiblichen Ebene. Und um diesen Schmerz auf dieser weiblichen Ebene, den er eben auch mit in seine Partnerschaften gezogen hat, in die Partnerschaft mit meiner Mutter, weshalb das auch so unglaublich retraumatisierend war für ihn, diese Trennung, diese Scheidung, um diesen Schmerz zu heilen, dafür hat er zwei Töchter bekommen, weil wir diese feminine Energie, diese weibliche Präsenz ja auch symbolisieren und weil wir als seine Töchter in irgendeiner Form in der Lage sind, diese weibliche Seite in ihm, diese Mutterwunde mit zu heilen. Und das war so eine schöne Erkenntnis und ich habe so viel Liebe meinem Papa gegenüber gespürt. Papa, wenn du solltest du dieses Video sehen, ich bin unglaublich dankbar, deine Tochter zu sein. Und so viel Mitgefühl und Vergebung. Und es war einfach wunderschön. Und ich durfte dann noch zurück zu mir selbst kommen und auch nochmal dieses Mitgefühl entgegenbringen, mir auch nochmal diese Liebe entgegenbringen, mir auch nochmal zu sagen, hey, du bist sicher und du bist für niemanden verantwortlich und ich weiß, wie gut du es meinst und ich weiß, wie viel Angst du hast, jemanden fallen zu lassen, weil du davor Angst hast, dass was passieren könnte, was übrigens auch etwas Transgenerationales ist, weil ich persönlich habe das nicht erlebt, dass sich jemand umgebracht hat. Mein Papa hat das aber erlebt. Und zwar der Mensch, der ihn am liebsten war. Und das ist ja etwas, was auch transgenerational weitergegeben wird. Und diese Angst auch und diese Schuld und die Verantwortung, die man damit mit sich trägt. Und das habe ich und das trage ich vielleicht auch immer noch in mir. Und das durfte ich mir anschauen. Und es war einfach eine wunderschöne Erfahrung, weil ich so auch ein Teil
meiner Vaterwunde einfach auch heilen durfte. Meine Vaterwunde im Sinne von, dass ich mich halt verantwortlich gefühlt habe, dass mir der Raum gefehlt hat für meine Emotionen, für meine Gefühle. Da ist, wie gesagt, auch ganz, ganz viel Trauma weitergegeben worden. Und indem ich ihn oder einen Anteil in ihm geheilt habe, durfte ich irgendwie auch meine Wunde mit ihm heilen. Und das war wirklich, wirklich schön. Was mir vielleicht noch wichtig ist zu sagen, dass wenn ich von einer Wunde heilen spreche oder das innere Kind heilen, dann bedeutet das nicht, ich mache diese eine Breathwork-Session und dann ist es ganz, ist die ganze Geschichte, die ganze Vergangenheit, die ganze, ganze Beziehung oder so, also auch für dich, gell, ist dann geheilt, sondern eine Situation zum Beispiel, ein Trauma, das daraus entstanden ist. Aber Heilung passiert in Wellen. Es kann sein, dass irgendwann mal wieder ein anderes Thema kommt, was mit dieser Person in Beziehung steht und irgendwie zusammenhängt. Und dann durchläuft man diesen Kreislauf der Heilung nochmal. Also es ist nicht so, okay, und jetzt ist das alles geheilt, sondern es ist einfach ein Teil der Mutterwunde bei ihm und ein Teil der Vaterwunde, die ich da heilen durfte, wo wir am Anfang stehen. Und es war auch eine ganz, irgendwie habe ich dann auch so Visionen gehabt von der Zukunft. Er kommt ja zum Beispiel auch zu meinen Retreats und unterstützt mich dort auch. Und das ist eben genau der Grund, warum er Töchter bekommen hat und warum ich vielleicht auch diesen Weg eingeschlagen habe, den ich eingeschlagen habe. Natürlich sind die Gründe da multifaktoriell und es ist nicht der eine Grund, aber es spielt eine große Rolle auf Seelenebene. Das ist so dieser Seelenvertrag, der auch da so zwischen uns steht, den wir da unterschrieben haben wahrscheinlich. Und das finde ich einfach, war für mich eine unfassbar schöne, heilsame Erkenntnis. Und ich bin unfassbar dankbar auch für diese Vision, die ich in der Zukunft hatte, eben, dass er zum Beispiel, dass ich ihn noch mehr einbinden darf in Retreats oder in die Reisen. Also das sind auch so Wünsche von ihm, Vorstellungen, Dinge, die er noch gerne erleben möchte. Und dafür hat er uns, meine Schwester und mich. Und es ist einfach, ich wollte das einfach teilen, weil ich das so kraftvoll finde, dass wir so viele Wunden heilen können von Ahnen, aber auch von zukünftigen Generationen, die vielleicht noch gar nicht da sind, von uns selbst, wenn wir so eine Heilungsarbeit machen, ob das jetzt mit Breathwork ist, ob das mit Medicine ist, ob das mit anderen Tools ist, mit Therapie. Es hat einfach, es reicht einfach so weit und es hat so eine Kraft. Und ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung. Jede Breathwork-Erfahrung ist echt wirklich sehr, sehr einzigartig und ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich mit euch nicht viel mehr geteilt habe auf meinem Weg von meinen Sessions, aber das wird sich in Zukunft ändern. Ich möchte euch viel, viel mehr mitnehmen auf meinem eigenen Heilungsweg, bei meinen eigenen Erkenntnissen und der Hoffnung, dass ihr für euch da irgendwas draus mitnehmen könnt. Und ja, das war so meine Erfahrung. Ich würde mich super freuen, wenn ihr Lust habt, Breathwork auszuprobieren, wenn ihr euch einfach bei mir meldet. Ihr könnt 1:1 Sessions buchen, ihr könnt bei Zeremonien dabei sein. Ich arbeite im Raum Zürich, aber teilweise auch online. Also ich habe auch regelmäßig Online-Angebote, die ich mache. Ich mache veranstalte Frauenheilkreise, Retreats, wo du kommen kannst, nach Spanien zum Beispiel. Ich arbeite aber auch mit Schamanen zusammen. Wir machen gemeinsam Ayahuasca. Es gibt ganz, ganz viele Angebote. Und wenn du Interesse hast, dann schau einfach mal bei den Links vorbei, die ich in die Infobox packe. Lass gerne einen Kommentar da, ob du schon Erfahrungen mit Breathwork gemacht hast, ob du dir deine Vaterwunde oder deine Mutterwunde schon anschauen durftest, ob du vielleicht auch schon Ahnenheilung gemacht hast. Und auch noch mal eine kleine Erinnerung, dass das hier ein Safe Space ist für jeden, der etwas teilen möchte und dass hier kein Raum ist für Verurteilung, für Bewertung, für Angstmacherei oder für Hasskommentare und dass diese direkt gelöscht und blockiert werden. Ich habe euch ganz doll lieb und ich freue mich schon bald wieder mit einem neuen Video hier online zu kommen.